Und damit, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoshi's Crafted World. In der letzten Folge hatten wir das krasseste Horror-Level, das es je gab. Und heute kommen wir zur Schlitter-Party-Insel und starten rein. Und danach können wir auch wieder am Kaugummi-Automaten ein bisschen gamblen. Ich hab mega Bock. Ich hab, by the way, wieder neue Mikrofoneinstellungen, falls sich irgendwas weird anhört. Sorry, falls sich alles perfekt anhört. Dankt mir später. Wir starten rein, komm. Yoshi! Ganz genau. Oh, die Musik. Kann man machen. Let's go. Oh Gott. Hui. Oh, das ist Eis. Soll das Eis dastehen? Kann ich jetzt hier hochlaufen wieder? Ja, kann ich. Aber grundsätzlich rutscht man. Das ist wichtig zu wissen. Weil. Nachher da ich wegen genau sowas. Okay, Pinguine können wir nicht essen. Ein Satz, den ich auch... Hätte ich nie gedacht, dass ich den in meinem Leben je sage. Pinguine können wir nicht essen, wir können sie ausspucken wieder. Und sie machen den Mario-Move und... so wie die Pin-Cools aus Mario. Und schlittern uns einfach so ein bisschen entgegen. Wir haben auch Zeiss-Apfen. Sehr gerne beliebt in Eis-Leveln. Die Zeiss-Apfen. Oh, die Musik ist echt langweilig. Vielleicht lege ich wieder was drüber. Ich habe letztens tatsächlich auch bei Mario, wie heißt das? Mario & Rabbids Musik drunter gelegt. Weil es einfach so langweilig zum Anhören war. War unfassbar. So. Wobei, das ist halt so Ice-Theme-mäßig. Das finde ich, das passt hier schon. Oh, es geht hier dreidimensional weiter. Imagine jetzt da der Tod. Super. Oh nein. Oh, ich dachte, ich müsste den irgendwie abschießen, dass der was angeht. Ey, ich danke dir unfassbar. Der hat einfach für mich eine Blume geangelt. Was war das überhaupt für ein Affe? Ich weiß es nicht. Oh, ein Eisbär. Wie cool. Nee, der Affe sah jetzt eher nach so einem... Wie heißt das? Pavian aus. Keine Ahnung. Nein, 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 Mr. Eisbär. Oh, okay, ist nicht so schlimm. Aber Mr. Eisbär, Sie dürfen mich hier nicht einschließen. Dankeschön. Eisbären sind aber auch coole Dudes. Sagt ehrlich, Eisbär als Haustier? Ich wäre voll dabei. Ich mag es, wie beruhigend die Musik actually ist. Auch wenn mich das natürlich dazu animiert, nichts mehr zu sagen und einfach nur die Musik zu genießen. Oh, wir müssen den da reinballern. Das schaffen wir, das schaffen wir. Okay, also wir holen ihn hier hoch. Und. Kann man den schieben einfach? Oh! Okay, und jetzt walken wir. Okay, okay, okay. Wir müssen, okay. Das ist immer so, sind so coole... Ja, wo, wie denn? Bitte, Mlem. Ich habe keine Eggs mehr. Wow. Ja, nur für Coins jetzt. Nein, vor allen Dingen für Red Coins. Das ist dann wieder was anderes. Nehmen wir mit? Oh, das, die Musik ist so... So hört sich das an, wenn ihr einen Eispalast betretet. Okay. So, ganz genau, okay. Das ist ein Wal. Der schießt jetzt gleich nach da oben. Wir müssen hier unten was machen und dann schießt er nach oben. Nein! Oh, wie schade. Aber es gibt hier ein paar Coins, die wir mitnehmen können. Die 100-Coin-Challenge haben wir safe geschafft schon. Oh, die Musik, finde ich, passt gar nicht. Die nimmt irgendwie ein bisschen Spannung raus, weiß ich nicht. Tschüss, Mr. Pinguin. Nehmen natürlich alle Coins mit. Oh nein. Ich habe keine Eier. Bitte warte. Okay. Bitte.
Nein, als ob. Weil der hat die nicht aufgehoben. Ich stehe da und der Dude hebt die nicht auf. Das war unfair. Wie kommt man denn nach da oben? Kann ich eigentlich... Nee. Nee. Ah, ich weiß vielleicht wie. Vielleicht so. Ja, ganz genau. Ich weiß nicht, ob man es so machen soll, aber so hab's ich gemacht, okay. Ey, vielleicht schaffen wir sogar die Red Coin Challenge. Das wäre mal wieder was Neues. So, haben wir schon länger nicht mehr geschafft. Mlem. Herzen wichtig für die Herzen Challenge. Mlem. Hui. Der sammelt auch für mich Coins ein, das finde ich super. Ich muss sie wegmachen, weil die machen doch zu 100% der... Ah ne, es sind blaue Blinzen, Guys, blaue Blinzen. Ich bin an einer vorbeigelaufen. Wisst ihr warum? Weil da dieser blöde Pinguin stand, den ich da hingespuckt habe. Ich bin auch lost. Lost und selber schuld auch. Gibt's hier? Oder soll man... Oh, rote Coins. Ja, das mit den blauen Münzen war komplett das Game. Ja, wir schaffen nicht mal alle roten Coins. Ich dachte jetzt so, boah, jetzt safe schaffen wir mal wieder was. Nee. Es geht nicht so spaßig los, wie erwartet. Aber mal gucken, ist ja noch alles im Rahmen. Da haben wir einfach fast 300 Coins geholt. Die 20 Leben haben wir. Ja, schlecht. Komplett, also da habe ich einfach alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. War nicht gut, war gar nicht gut. Egal, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Level. Ich bin natürlich wieder, wie immer, gespannt. Ach ja, das nächste Level ist ja Daddy das Gamble. Und das schaut dann, das ist ein bisschen... Nein, nein, nein. Oh, da gibt's für 0 Coins was. 10 Stück für 0? Achso, einmalig, ja. Was bekommen wir? Oh ja, ein rotes, das ist gut. Es ist. Der Wal, der vorher nicht für uns gepustet hat? Was machen Wale? So, wir wechseln direkt. Ne, selber Geld würde ich dann aber an der Stelle auch nicht reinwerfen. Wenn man sparen kann, dann spart man. So. Was möchtest du? Ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 20 Grinseblumen? Boah, was ein Abzocker. Boah, das tut richtig weh. Boah. Mir geht's blendend. Ich gehe auch sofort aus dem Weg. Und hopp. Wir reden gar nicht darüber, wie teuer der ist. Ah, vielen Dank. Wie hast du denn hierher gefunden? Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen. Verstehe. Ich habe ein junges Wesen auf dem Meer gesehen. Es schien etwas zu suchen. Es hat so oft den... Aber was? Es hat so oft den Ball gewackelt, dass die Pinguine sich kaputt gelacht haben. Wetten, das geht auch besser? Das war weird, gerade wie ich ein- und wieder ausgeblendet bin. Ich habe Angst, dass wir jetzt... Genau das. Darauf habe ich eigentlich gewartet und darauf habe ich eigentlich gar keine Lust. Aber es sind Comic-Boss, das heißt, es ist mal wieder ein Bossfight. Halt, Yoshi! Du wirst uns diesmal nicht davon abhalten, die Juwelen zu finden. Eure Unachtsamkeit, seid vorsichtig! Ich bin der King auf diesem Ding! Da muss ja jeder neidisch werden! Du glaubst doch nicht etwa, dass du das besser kannst als ich! Eigentlich schon. Äh,
Was bildest du dir eigentlich ein? Eure Wütlichkeit. Das ist nur deine Schuld, Yoshi. Mal sehen, wie es dir gefällt, ins Meer zu stürzen, Yoshi. Silebo der Ball, unter Freunden auch bekannt als Ballbär. Ballbärt. Das ist Ballbärt, Guys. By the way, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt oder ob ich es so gut geschnitten habe wie ein Meister. Aber tatsächlich ist das Game zwischendrin mal kurz abgestürzt. Soll vorkommen. Hab dreimal den PC neu gestartet, dann war es wieder gut. Reden wir nicht drüber. Oh Gott. Oh! Okay. Ballbert, bitte beruhigen Sie sich. Und wieder Pinguine. Bam. Zack. Wir behalten mal einen. Kann man gebrauchen vielleicht. Man weiß es nicht. Okay, jetzt kommen die wieder, die Mini-Ballbärts. Okay. Bam. Achso, ja, das bringt nichts, einer. Okay, bitte beruhigen Sie sich, Mister. Dankeschön. Bam. Nein! Lauf, Yoshi, bitte! Let's go! Das waren die drei Treffer, oder? Ist er down? Oh. Ja, ich denke schon, wunderbar. Let's go! Traumjuwel erhalten. Let's go! So muss das. Das heißt, wir haben das jetzt geschafft und müssen jetzt in eine andere Welt rüberrennen, richtig? Ich denke schon. Das heißt, wir gehen jetzt hier einfach nach da. Ganz genau. Oder? Uff, ich bin so kaputt, hätte ich doch nur 10 Grinseblumen. Die habe ich natürlich dabei. Ich bin ja vorbereitet auf das Ganze hier. Ist das nicht schön? Wir haben bald gar keine mehr. Wir sind total arm. Bitte, bitte, Guys, lasst ein Like da, damit wir hier auf jeden Fall noch ein paar Grinseblumen bekommen. Ah, es geht mir schon viel besser. Das sieht so Japan, Tempel, Sakura, ihr wisst Bescheid. Ja, ja, safe. Okay. Wir zoomen ganz kurz heraus. Ninja Land heißt das. Das ist cool. Wir zoomen ganz kurz mal aus der Map heraus, um zu gucken, was uns denn noch erwartet. Okay, wir steppen jetzt nach rechts. Und dann beim nächsten Mal
Müssen wir nochmal den ganzen Weg außenrum zu der Pyramide. Okay. Jetzt gehen wir aber erstmal ins Ninja-Land. Haus der trügerischen Türen. Schnappe dir 100 Coins. Das klingt wie immer machbar. Haben wir das bisher... gab es schon mal ein Level, wo wir das noch nicht geschafft haben? Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn dem so war. Ich glaube, bis jetzt hatten wir immer 100 Coins. Was jetzt meiner Meinung nach auch nicht schwer ist. Es ist ein bisschen... Hallo? Cursed. Ganz cursed. Okay. Wir steppen los. Es gibt mir schon so coole Vibes. Die können japanische Shurikens werfen. Shurikens? Shurikens. Shure SM7B. Entweder heißen die Shuriken oder Shuriken. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Einfach Superman ist auch am Start. Mlem. Komm. Ich mlem dich. Piu. Nee, an die komme ich nicht dran. Da müsste ich ein Egg drauf werfen. Die sehen richtig genial aus, diese die Wurfsterne. Können wir sie Wurfsterne nennen? Das ist deutsch, das ist gut. Mit diesem, dieser Gold-Silber-Touch gefällt mir richtig gut. Okay, hier gibt es ein paar Coins. Vielleicht schaffen wir diesmal alle rot. Ich bezweifle es jedoch. Wir sind wieder voll geheilt. Oh, hier waren sogar die Coins in Form von einem Shuriken. Hier war sonst nichts mehr. Dann steppen wir hier weiter. Ja. Oh, lol. Ich weiß, wie man das macht. Lemon. Hoch. Hoch. Jetzt müssen wir halt doublen. So. Also als hätten wir nichts anderes gemacht, würde ich sagen. Als hätten wir das studiert. Wir müssen sogar da vorne laufen. Ja, jetzt haben wir keine Eggs mehr. Oh. Das ist gar kein Problem, weil wir hier schon wieder welche spendiert bekommen und Superman essen können. Hier können wir sogar aufs Hausdach hoch und auf der anderen Seite... Oh nein. Ich sehe doch da im Hintergrund schon Dinge. Es war hinter einer größeren. Nein, ernsthaft? Ich habe keine Eggs mehr. Das war safe hinter einer größeren. Scam. Ja, Scam. Hä? Ich hab's hier auf Video einfach. Oh. Ja, lost. Ich hab's auf Video, dass es Scam war. Wir hätten einfach jedes mit einem treffen müssen und gutes. Oh, jetzt müssen wir alles wieder hochlaufen. Lamm. Wobei, das sollte gar nicht so... Warum? Also, ich hab einmal getroffen. Passieren gerade ganz weirde Dinge. Vielleicht ist der Controller nicht richtig connected. Soll vorkommen. Oh ja, lecker Coins. Oh! Er hat mich gestochen mit seinem Strohhalm. Nein. Was muss ich damit machen? Essen. Dass das noch gezählt hat, ist fair. Im Vergleich zu den Wolken gerade. Der hier hat wieder seine Shurikens am Start. Und der droppt mir hier die Red Coins. Wobei ich gerne nochmal zurücksteppen möchte, weil wir hier ein bisschen was verpasst haben. Es kann ja immer unsichtbare Wolken geben. An den weirdesten Stellen. Dumm. Die Frage ist, wie? Ich... Manchmal nimmt er auch meinen Sprung nicht richtig an. So, haben wir? Wir müssen trotzdem hier wieder zurück, natürlich. Ich habe jetzt noch eine Chance. Okay, perfekt. Das war nur für die... Nee. Hä? Hä? Wo geht's weiter?
Ja, ich bin so lost. Let's go, Redcoin. Ah, okay. Er ist es, ist ja gut. Okay, da geht's nicht weiter, wir gehen rechts lang. Lemon. Er steht frei ohne Deckung. Was? Das ist so unfassbar stupid. Größter Kritikpunkt, dieses doppelt dreifach auf denselben Gegenstand, der schon getroffen ist, treffen. Das finde ich ein bisschen stupid. Ja, wir müssen weiter jetzt. Mlem. Zack und oha. Oha, ganz viele Coins. Keine Red Coin dabei? Nö. Oh! Boah, das ist ein schweres Rätsel. Das war unerwartet tatsächlich. Okay, aber cool. Aber cool. Aber schwer. Blem! Blem? Blem? Ja, wir müssen alle aufmachen, ist ja klar. Wobei, hier könnte vielleicht Secret. Schade. Man weiß nicht. Das hier sieht aber auch sehr sus aus. Ich hab irgendwelche Störungen. Es tut mir leid. Der war todesmies. Den fand ich gut. Der war mies, fand ich gut. Oh, wir schaffen. Ich will die Red Coins schaffen. Bitte, bitte, lass mich einmal die schaffen. Scam. Wir kennen das Ganze. Nein, ich. So, glaube ich. Und so. Nur Coin, aber es sind Red Coins. Eine noch. Als ob. Ey, wenn mir jetzt eine fehlt, dann heul ich einfach. Ey, wenn mir jetzt eine Red Coin am Ende des Games fehlt, dann heul ich. Tschuh! Niemals. Hier ist eine Red Coin. Das sind Red Coins. Das ist eine Red Coin. Das ist ein Red. Jetzt fühle ich mich schon irgendwie ein bisschen destroyed tatsächlich. Das ist schade. Ich habe mich so hart jetzt darauf gefreut. Boah, wir haben das ganze Level gar nicht so gut performt, wie ich dachte. Wobei das mit den Wolken auch Scam war. Aber wir haben die Coin-Challenge, wir haben die Lebens-Challenge. Wir haben halt nur eine Coin verpasst. Irgendwo, irgendwann mal. Ja, passiert. Auch wenn es natürlich hurtet. Okay, wir kommen aber straight up zum nächsten Level. Ich habe mal wieder keine Ahnung, was das nächste ist. Aber wir werden es direkt herausfinden. Oh, es ist Gamble-Zeit. Ja, dann wird gegambelt heute. Wie ihr merkt, eine bisschen längere Folge. Weil macht Spaß halt. Okay, wir gambeln. Wir bekommen kein Goldenes, weil das ist noch weiter oben. Aber wir bekommen trotzdem was Krasses. Was Rotes. Rot ist das neue Grün, guys. Es ist ein warmer Heiztisch. Wir können uns jetzt einen warmen Heiztisch anziehen. Okay. Der hat halt nur 3 Hits. Aber wir wollen es jetzt ja auch nicht zu einfach machen. Ihr wisst Bescheid. Wir lassen es eben randomisen. Ich könnte ja natürlich auch immer Gold nehmen, um es mir richtig einfach zu machen. Aber das wäre auch wack. Hinterm Shoji. Shoji? Ah, diese Schiebetüren. Diese typisch japanischen Schiebetüren, wo so Äste und so drauf sind. Ihr wisst Bescheid. So Zweige und sowas. Ihr kennt das. Genau, genau, genau. Die hier, ja. Oha, wie cool. Einfach Silhouettenlevel, aber es wird auch unsilhouettisch. Oh, das sind Blöcke, die man destroyen kann. Oh, das wird ein ganz schweres Level.
Okay, haben wir wieder eins zum... Nur Leben? Nein, nein, stopp. Bitte, halt. Ich möchte hier durch. Dankeschön. Mlem? Okay. Ich wusste nicht, dass das auch geworfen wird. Wie komme ich hier durch? Bitte hier. Ich bin auf der falschen Seite. Ich muss hier drüben hin. Ja. Mlem dich. Mlem dich. Oh mein Gott. Let's go, sind Herzen. Also, wie soll man denn bitte hier alle Red Coins schaffen, wenn man nicht mal weiß, welches Red Coins sind? Okay, wir im Lemon. Wir springen, wir im Lemon. Okay. Haben wir. Okay, haben wir auch. Oh Gott, das ist auf jeden Fall ein sehr stressiges Level. Ja, Red Coin, das ist auch eine Red Coin. Die mit einer 1 drauf sind Red Coins. Man kann die actually unterscheiden. Oh, ich muss ein bisschen auf einen anderen Monitor gucken, guys. Das ist eine Red Coin. Das ist auch eine Red Coin. Oh, da ist sogar eine komplette Blume. Okay. Wir machen wieder ganz normal. Oh, hier kommt ein Dings. Wie kommen wir da hin? Okay, ich weiß wie. Ich weiß ganz genau wie. So und so. Und Stampfattacke. Mlem. Das sieht todessass aus hier oben. Das hier sieht sass aus. Ja. Haben wir? Let's go. Drop mehr Coins. Oh, das ist nicht gut. Also ich find's cool, dass sich das immer wieder verändert. Aber ich find's halt nicht cool, weil es ja ein Hindernis ist. Da kommt schon wieder so einer. Das sind nur Herzen, die brauche ich nicht. Bitte lauf, oh Gott. Das sind wieder Red Coins. Ich sehe das. Ja. Wir jumpen. Oh. Don't stop. Just mlem it. Das sind Red Coins. Das sind keine Red Coins. Das sind blaue Blünzen. Wie soll ich da durch? Woher soll ich denn wissen, dass das durchlässige Blöcke sind? Das sieht man halt auch nicht. Da kommt wieder einer. Oh, oh, oh. Ja. Ich muss da trotzdem durch. Nein. Na was? Ja, was ist das denn? Also, wie mies ist das? Das da oben ist eine Redcoin. Wie mies ist das denn? Okay, wir haben wieder ein, zwei. Nein, das ist nicht euer Ernst jetzt. Das ist ja grauenhaft. Ich sehe ja gar nichts mehr. Wer bist du denn? Oh. Strong auf jeden Fall, strong. Ziel? Ziel. Ja, das geht auf jeden Fall noch besser. Ja, ich hab, also, man sieht halt nicht, was es für Blöcke sind, ob man die jetzt kaputt machen kann oder nicht. Anhand dessen finde ich es ein bisschen unlucky jetzt. Aber es ist nicht so schlimm, wir haben fast alle Blumen geholt. Die vollen Leben. Ja, ich bin zufrieden. Ich bin vollends zufrieden mit dieser Leistung hier. Das ist sehr schön. Das war super fantastisch. Das war toll. So. Und als nächstes käme der Herr von Samurai Schloss. Aber das schauen wir uns beim nächsten Mal. Guys, wenn ihr von nichts mehr verpassen wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao, Leute.